So, ich bin hier heute in Bayreuth. Wir hatten hier gerade eine Demo gegen die MPD, gegen Nazis hier in Bayreuth. Genau da, wo mein Fahrrad jetzt stand, stand hier gerade der Bus. Ringsherum ein Haufen Polizei und dahinter war ein friedlicher Protest, ein bunter friedlicher Protest der Bürger Bayreuths gegen die rechten Ideologien, die sich jetzt neuerdings eben auch noch hinter dem Europa-Thema verstecken. Und da muss ich schon sagen, das finde ich schon sehr, sehr, sehr lächerlich, weil ich meine, wer hat weniger Ahnung von europäischen Themen als Leute, die da aus ihrem kleinen Dorf herauskommen? Ja, die haben ungefähr so viel Ahnung von Europa, wie Frösche Ahnung vom Meer haben. Das ist die MPD. Und es ist einfach an der Zeit, dass diese MPD halt auch getilgt wird von der Landfläche, weil die Leute hier einfach was Sinnvolleres mit ihrer Zeit tun könnten, als gegen so ein paar sehr arme, sehr geistig arme Menschen zu diskutieren und auch zu protestieren. Eins möchte ich noch sagen, ein Zeichen zu setzen, mutig und stark gegen diese Ideologie, das ist ganz wichtig. Man darf denen keinen Zentimeter geben. Noch wichtiger ist allerdings, dass wir dafür sorgen, dass solche Menschen gar nicht erst entstehen. Ja, das sind meistens Männer, frustriert, zwischen 20 und 45, ohne Perspektive. Eigentlich ganz, ganz arme Leute, vor denen man keine Angst haben muss. Aber wir müssen dafür sorgen, dass solche Ideologien, dass solche Menschen gar nicht mehr entstehen. Und das schaffen wir nur gemeinsam, indem wir uns der Leute annehmen, die keine Perspektive in dieser Gesellschaft haben. Und heute, hoffe ich, haben wir gemeinsam ein Zeichen gesetzt, dass wir diese Ideologie in Deutschland nicht mehr haben wollen und dass wir diese Menschen auch nicht mehr haben wollen und dass wir dafür sorgen werden, dass sie gar nicht mehr erst entstehen, weil Vielfalt ist besser als Einfalt. Und in diesem Sinne, vielen Dank. Demonstration erlebt, die so breit aufgestellt ist wie diese hier. Herzlichen Dank dafür. Ja.